Martin Smolinskis neuer Mercedes-Transporter am 22. April 2012 im Herxheimer Fahrerlager. Vorgeführt von seinem treuen Mechaniker Mario. So wird man Weltmeister. Viele Fans kamen nach Herxheim, um das deutsche WM-Team beim Speedway World Cup Qualifying der Runde 1 lautstark zu unterstützen. Die Gegner waren Finnland, Frankreich und Lettland. Start zum ersten Lauf des Tages. Der Finne Timo Lahti kam am besten vom Start weg, gefolgt von Kevin Wölbert und dem Franzosen Xaver Muratet. Das Wetter sowie die Bahnverhältnisse waren alles andere als gut. Die Zuschauer feuerten den Kevin Wölbert begeistert an. Erster wurde aber der Finne Timo Lahti vor Wölbert und Xaver Muratet aus Frankreich. Lauf 2 gewann Tero Arnio aus Finnland vor Tobi Kroner und Kastas Potschuks aus Lettland. Der Franzose David Belego wurde Letzter. Der dritte Lauf brachte die Zuschauer so richtig in Stimmung. Max Dilger übernahm vor dem Finnen Juha Hautamäki die Führung. Doch nach der ersten Kurve wurde Hautamäki von dem Franzosen Stéphane Tressailleux überholt. Aber horchen wir mal dem Stadionsprecher zu. Auch der vierte Lauf war spannend. Der Finne Jari Mäkinen kam gut aus den Bändern, aber Martin Smolinski und der Lette Andrzej Lebedevs hingen an seinem Hinterrad. Doch der Smolli ließ nicht locker. Er kämpfte wie ein Löwe und machte Jagd auf den Finnen. Die Bilder sprechen für sich. Aufstellung zum fünften Lauf. Außen mit rotem Helm Kevin Wölbert.
Der Lette Andrzej Lebedev übernahm gleich die Führung und Wölbert kam nicht gut weg und bildete hinter dem Franzosen Stefan Dressegeu das Schlusslicht. Nach hartem Kampf gewann der Finne Tero Arnio diesen Lauf. Leider stürzte Kevin Wölbert. Das sechste Rennen war eine klare Sache für den Finnen Timo Lahti. Tobi Kroner wurde Zweiter vor dem Franzosen Mathieu Dressegeu. Der siebte Lauf verlief ganz nach Wunsch der Zuschauer, denn Max Dilger fuhr zum zweiten Mal einen Sieg für Deutschland ein. Kasters Botschuks aus Lettland wurde Zweiter, Platz 3 belegte Xaver Muraté aus Frankreich. Letzter wurde der Finne Jari Mäkinen. Rennen 8 war dann wieder ein echter Smolinski-Lauf, wie die folgenden Aufnahmen zeigen. Nun führte die deutsche Mannschaft im Kampf um den Sieg mit 17 Punkten vor Finnland, die es auf 16 Zähler brachte. Frankreich und Lettland hatten zu diesem Zeitpunkt je 8 Punkte. Den neunten Lauf gewann Kasters Botschuks aus Lettland vor dem Finnen Juha Hautamäki. Kevin Wölbert kam über den dritten Platz nicht hinaus. Vierter wurde der Franzose Mathieu Dressegeu. Im zehnten Lauf lieferten sich Tobias Kroner und der Lette Maxim Bogdanovs einen harten Kampf um den zweiten Platz. Der Finne Jari Mäkinen fiel aus. Die Zieldurchfahrt lautete: Erster Bogdanovs, Kroner, Dressegeu. Timo Lahti.
Im 11. Rennen übernahm der Finne Timo Lahti die Führung. Der Lette Ante Lebedev stürzte. Gewonnen hat der Finne Timo Lahti vor Max Dilger und dem Franzosen David Belego. Nun hatten die Deutschen und die Finnen jeweils 24 Punkte. Lauf 13 gewann Andžejs Lebedevs aus Lettland vor dem Finnen Juha Hautamäki. Tobi Kroner wurde nur Dritter. Den vierten Platz belegte der Franzose Xaver Moratet. Kevin Wölbert übernahm in Lauf 15 sofort die Führung. Die Zuschauer jubelten. An zweiter Stelle fuhr der Franzose Mathieu Dreserieux, gefolgt von dem Finnen Tero Arnio, der aber ausfiel, sodass es für Deutschland gut aussah. Doch in der letzten Runde fiel Wölbert mit Kupplungsschaden aus, konnte aber noch als Dritter über die Ziellinie rollen. So gewann Mathieu Dreserieux vor Bogdanovs und Wölbert, der somit noch einen Punkt für Deutschland retten konnte. Diesen Lauf gewann David Belego aus Frankreich vor dem Letten Girukis und Wölbert. Der 16. Lauf gehörte wieder Martin Smolinski. Er gewann unangefochten vor dem Letten Kastas Potschuks das Rennen. Dritter wurde der Franzose Stefan Dreserieux, der Finne Timo Lahti fiel aus. Die Letten holten gegen Ende des Renntages gefährlich auf. Sie gewannen alle vier Finalläufe. Den 17. Lauf konnte der Lette Jevgenis Karavakis gewinnen. Kevin Wölbert wurde Zweiter, der Finne Mäkinen und der Franzose Moratet fielen aus. Max Dilger kam im 19. Rennen gut weg, wurde aber Ende der ersten Runde von dem Letten Maximus Bogdanovs und dem Finnen Timo Lahti
überholt. Auf Platz 4 lag der Franzose Mathieu Dressailleux. Und so blieb es bis ins Ziel. Spannend wurde es im 20. und letzten Lauf des Tages. Martin Smolinski musste unbedingt Zweiter werden, um den Sieg für das deutsche Team zu sichern. Gleich nach dem Start setzte sich der Lette Potschuks an die Spitze, gefolgt von Martin Smolinski. Die Zuschauer hielten vor Spannung den Atem an, aber Smolly fuhr auf Sicherheit. Und er wurde hinter dem Letten Potschuks Zweiter. Somit siegte das deutsche Team mit 37 Punkten vor Lettland, die 36 Zähler hatten. Auf Platz 3 kamen die Finnen mit 29 Punkten. Die Franzosen wurden Vierter mit nur 16 Punkten. Somit war für die Deutschen der Weg in die Endrunde nach Kings Lynn frei. Die siegreiche deutsche Mannschaft mit Kapitän Martin Smolinski, Max Dilger, Tobi Kroner, Kevin Wölbert. Teammanager war René Schäfer.